Tomodachi Live. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidonim zu einem neuen Part Tomodachi Live mit dem Zwergenfürst. Du hältst jetzt mal das Maul. Heute kommt ein neues Mii auf die Insel. Ein neues Mitglied für das Haus. Oha! Schau ich mir mal an, wer sich da verliebt hat. Wollen wir uns nicht entgehen lassen. Oh, die Sturmwaffe hat sich verliebt. Das müssen wir uns doch direkt mal reinziehen. Kackaufnahme. In Kate hast du dich verliebt. Und wer war denn das nochmal? Von mir aus. Mach. So ist es hübsch. Ich weiß mehr über dich als du selbst. Also, wir sollten wirklich miteinander gehen. Moment mal. Was? Nur ich kann dich wirklich lieben. Holla, ich werd viel. Ich war zuerst hier. In der Liebe bin ich also auch die Nummer 1. Moment mal. Och, ich glaub's nicht. Gernot. Niemals. Ich bin derjenige, der dich mehr liebt als alle anderen. Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Doch. Auf wen fällt deine Wahl, Kate? So, Waffel macht eine Reise nach Australien. Dort kann er sich ein bisschen auskurieren von seinem Liebeskummer. Lass uns ein Foto machen. Die 12 Apostel an der Viktoriaküste sehen toll aus, aber auch wirklich. Lass uns ein Foto machen. Die Wüsten hier sind so heiß, dass selbst die Kamele ins Schwitzen kommen. Lass uns ein Foto machen. So, zurück geht's. Manchmal macht sein Traurigkeitsbalken. Komplett wieder geheilt von Liebeskummer. Siehst du, so schnell kriegt man Liebeskummer im Spiel hin. Und echt nicht so schnell, aber im Spiel geht das. Waffelstier. Okay, jetzt müssen wir unbedingt den neuen Insel mir. Ja, ich konnte es nicht anders retten. Das neue Teammitglied für die Insel Oden. Zombie, das habe ich auf jeden Fall schön geschrieben. Ich wollte es nur für die Aussprache richtig schreiben, aber da hat sich's auch in dem Dings übernommen. Ja gut, hier haben wir Zombie Let's Play. Das muss ich auf jeden Fall nochmal ändern. Minecraft Let's Player, Mitglied bei Gronkh TV. Muss man mal erwähnt haben. Hähnchenteile. Ananas. So viel du kannst. Ja, gerne, jetzt haben wir schon mal. Passt. Wird auch richtig ausgesprochen. Kidos, was ist bei dem los? Alles gut bei dir? Was liegt dir auf dem Herzen?
weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Oh, das tut mir natürlich leid. Aber ich helfe dir natürlich dabei, es zu finden. Sag Bescheid, wenn du fündig bist. Ja, ich guck mich mal rum. Mal sehen, ob ich was finde. In mein Portemonnaie stecke ich nur Dinge, die ich auch wirklich brauche. Geld zum Beispiel? Kriegst dafür auch noch Bursch. So, dann ist der Kedos auch noch satt geworden. Ein Brot haben wir ihm dann noch nicht gegeben. Dann würde aber passen. Bishop, Kate, Director Vance, Abby, Domtendo, Let's Play Markus, um den kümmern wir uns heute. Um Let's Play Markus, um den müssen wir uns noch unbedingt mal kümmern. Denn dir auf dem Herzen, mein Lieblings-Let's Player. Hunger hast du. Ja gut, dafür kann ich Abhilfe leisten. Das mit Clipfish. Boah. Du hast ein Lied geschenkt bekommen, damit du bald alle Lieder singen kannst. So, da spielt er gemeinsam mit Zwergfürst und Gronk. Oh. Abby hat ein kleines freundschaftliches Problem. Und weswegen bist du sauer? Oha! Abby Shuto. Du mit Domtendo? Vertragt euch das sofort. Aber bitte, internationale Beziehungen müssen auch klappen. Vielleicht kann ein Bursch daraus helfen. Scheint geklappt zu haben. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Abby doch immer. Und Domtendo ist auch. Ja, komm, das wird klappen. Doch nicht zwischen den beiden. Soll es doch keinen Streit geben. Ist noch die Freude. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Muss doch klappen, diese internationale Zusammenarbeit. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Das ist der. Danke, wir haben uns vertragen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Was gibt's noch zu sagen? Je mehr Freunde man hat, umso mehr Spaß hat man auch im Leben. Director Vance ist hier. Um den kümmern wir uns natürlich selbstverständlich auch noch. Nachricht von dir gehört, Ebenbild von Zwergenfürst LB. Und dann liegt daran, dass ich lange nicht da war. Das hier habe ich gefunden. Okay. Nanu, auf der Rückseite ist Kedos eingraviert. Willst du es nicht lieber an Kedos seine Steinwolle. Okay, 9 Level hat er auch noch gekriegt. So, jetzt haben wir uns ein bisschen um Kedos gekümmert. Jetzt müssen wir aber noch mal ganz kurz dem Neuling Zombie vorbei. Mal um ihn zu gucken, wie es dem Wärtern Zombie geht. Guten Tag. Okay, das wollte ich dir eigentlich nicht geben, aber na gut. Vielleicht passt's ja. Naja, nur bedingt. Passiert immer so aus Versehen, dass mir ausrutscht. Ah, demnächst mal. Ich hoffe, du kommst zurecht. Wollte ich jetzt nicht damals ärgern. Na gut, wenn du im Spukhaus schlafen kannst, ich könnte es nicht. Palle! Bei dem müssen wir auch noch reingucken. So, was gibt's? Alle gut im Dorf da. Okay, das freut mich. Streicheln. Das hat Palle gefallen. Ist Palle stolz. Wenn dann alles gut im Dorf ist, dann kümmere ich mich mal um den Rest der Insel. Gibt ja noch einiges hier zu entdecken, was wir noch machen müssen, bevor wir den Part beenden. Zum Beispiel hier im Hutmacher. Beim Hutmacher gibt es ein Headset zu kaufen.
Das kaufen wir gleich mal mehrere Male. Wir haben hier mehrere Let's Play auf der Insel. Dann lohnt sich auf jeden Fall mal. Dämonenhorn haben wir hier. Badekappe. Nee, erstmal nicht. Headsets können wir dann mal in den nächsten Parts verteilen. Klamüttchen gibt es auch in der Boutique. Ein Cheerleader-Uniform. Oh, schadet nicht. Kaufe ich einmal. Morgenmantel. Aber sowas von. Und den Rest können wir uns nicht mehr leisten. Weihnachtsfrauenkleid. Wieso? Es ist erst Frühling. Vielen Dank. So, dann sammle ich mal ein paar Spenden am Springbrunnen, damit ich mir wieder was leisten kann. Ja, auch du, Palle, bezahl bitte ein bisschen was. Lina, du kannst es dir auch leisten, kannst ein bisschen was spenden. Wäre ich dankbar. Okay, so. Domtendo muss nicht mehr spenden. Immer lasse ich das. Ist wieder ein bisschen Geld zustande gekommen. Da können wir ein bisschen Futter kaufen. Willkommen. Kaffee! Es gibt endlich Kaffee! Wuhu! Da kann ich jetzt ein paar Kaffee kaufen. Okay, funkeln können wir uns leisten. Ich habe da so eine Idee, so einen Plan, wie wir das geben können. Ich kauf's mir. Das ist zwar mein ganzes Geld wieder alle, aber... Vielen Dank. Ist gemacht. Ist gebonkt. So, bei den Nachrichten gucken wir natürlich nochmal vorbei. Mit Jimmy Palmer vom NCIS. Nachrichten um 2 Uhr. Diese Meldung wird dem einen oder anderen vielleicht ein wenig unglaubwürdig erscheinen. Ach nö, nie Nachrichten, nie. Seht euch dieses Foto an. Die Zentauren ziehen in Scharen einen Berg hinauf. Nie Nachrichten sind doch immer total glaubwürdig. Bestehen allerdings Zweifel. Die Polizei hält das Foto für nachbearbeitet. Hoffentlich will uns Direktor Shepard. Ach, wie kommt denn ihr darauf? Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Und ich habe mir schon gedacht, dass es so enden würde. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Jimmy Palmer und das waren die Nachrichten um 2 Uhr. Dann würde ich mal sagen, beenden wir auch diesen Part. Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Je nachdem, wie ihr es bewerten wollt, wie es euch gefällt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Let's Play Tomodachi Life mehr mit dem Zwang fast verpassen wollt. Im nächsten Part geht es dann weiter mit einem neuen Mii auf dieser Insel. Tomodachi Life wird immer bunter. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Haut ran!